So, herzlich willkommen zurück zu dem Bethesda Let's Play von die große weite Welt. So. Letztes Stückchen Käffchen austrinken hier noch. Machen wir noch schnell die Felder und dann können wir loslegen mit dem nächsten Projekt, mit dem Bau der CNC-Maschine. Mal gucken, was wir damit alles bewegen können. So. Hey, ich kann wieder sprinten. Hardcore und so. So, okay, da fangen wir mal hier unten an. Hier unten kommt, wie gesagt, einfach komplett alles Weizen. Ungefähr so. Warum werden die zwei hinten nicht hier auch schon wieder zwei Erde an Server? Ach, okay, hier sind sie. Okay. Also doch nur ein mächtiger Server-Lag, wobei es schon ein bisschen seltsam war. Aber gut, was willst du machen? Da ist auch schon wieder einer. Ja, die fehlt sogar einer. So. Jetzt kommt hier Operation, ich kann nicht zählen. Wow. Perfekt. Zum Glück ist nicht mehr dieser Bug da, der wie früher war, weil ich weiß nicht, ob ich das falsch in Erinnerung hatte, aber früher war das so, dass wenn man irgendwo was gepflanzt hat. So. Und wenn jetzt vor Schreck Nummer aufgeklickt hat. Dass er das dann wirklich nochmal gepflanzt hat. Das heißt, das alte war verloren und man hat nochmal quasi einen Samen ausgegeben. Besonders bedauerlich war es, wenn man zum Beispiel jetzt hier drauf geklickt hat, dann wurde es quasi auch einfach ersetzt. Was natürlich, ja, in dem Moment blöd war, dass man da halt wesentlich mehr aufpassen musste. Kann auch sein, dass ich das falsche Erinnerung hatte und mit einem anderen Spiel verwechselt, was Mindtest ähnlich ist. Aber ich meine, es war bei den älteren Versionen von Mindtest so. Da bin ich mir fast sicher. So, jetzt kommen die Dinger hier. Und dann haben wir doch schon alles. Ach scheiße, wirklich eine Lücke drin. Ach Mist. Ah, Kacke. Ja, das war jetzt klar. Kann ich hier wieder aufernten oder... Nee, dabei gehen die einfach verloren. Och, leck mich doch am Arsch. Aber. Und der Sprint lädt schon wieder nicht auf. Ich hab keinen Bock mehr. Was ist denn mit dieser komischen Sprintmod los? Mal funktioniert sie nicht. Immer so, wie sie möchte. Man kann nicht mal in-game joggen. Scheiß Corona. Da draußen noch auch schon wieder Krach. Hä? Wow, einer ist komplett gewachsen. Einer, nee, noch nicht ganz. Dachte schon, ist er komplett hochgewachsen. Da fehlt aber noch eine Stufe drauf. Tomaten. Zum Glück haben wir noch fast 800. Da ist der Schmerz noch nicht ganz so groß. Ich hoffe, wenn ihr diese Folge seht,
dass dann immer noch die Corona-Maßnahmen aktiv sind, weil irgendwie sind die gerade bei uns, die alle ein bisschen am Freidrehen, was Corona angeht. Die sind jetzt gerade irgendwie alle auf den Trip, oh, die Maßnahmen haben doch alle super gut funktioniert, können wir die alle mal lockern, ne? So frei nach dem Motto, ja, ich habe bisher immer mit Kondome gevögelt und die Frauen, die wurden nie schwanger. Und wenn es funktioniert hat, dann brauche ich ja keine Kondome mehr, weil es geht doch. Genauso geht es auch an die Corona-Sache ran, was halt komplett behindert ist. Ja. Wisst ihr, da haben wir uns die ganzen schönen Corona-Maßnahmen, ne, auferlegt. Können wir stolz sagen, dass das funktioniert, dass wir hier in Deutschland einigermaßen glimpflich davon kommen, was die Corona-Lage angeht. Habe ich ja letztens in der Folge auch mal drüber gesprochen gehabt. Und jetzt wollen die es alle verkacken, nur weil die einfach wieder, ne, die Schnauze voll von der Krankheit haben. Naja, pff, die Krankheit hat ja auch die Schnauze voll von uns. Deswegen macht die es ja auch. ja. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Ich hoffe mal, wir halten an die Corona-Maßnahmen fest. Aber ansonsten, wenn nicht, wenn wirklich die Politiker überredet werden, warum? Hä? Oh, ja. Ach, scheiße. Na, oh Mann. Warum kann man die nicht wieder abbauen? Scheiße, jemand dann. Hier sollten die Dinger hin. Der hätte genau gepasst. Jetzt fehlen hier vier. Das wird eine lange Folge. Wobei, eigentlich nicht. Aber wir werden die ganze Zeit nur im Rumrennen sein. Das ist traurig. Ich dachte, ich könnte wieder reinspringen in den Zaun. Wir brauchen hier so ein Boot, was hier einfach immer anliegt, dass wir direkt drüber schwimmen können. Und dieses Kack-Stamina geht mir langsam auf den Sack. Ich glaube, ich muss mal auf kurz und lang mal eine neue Mod suchen. Das ist ja hier wirklich Dreck mit der Stamina-Mod. Die ist halt super schön, weil die sich halt direkt ins Hub integriert, ne? Ist da hier diese Hub-Mod von Wuzi. Und direkt für diese Hub-Mod gibt es halt diese Stamina-Mod, die sich halt auch direkt ins Hub integriert. Deswegen fand ich das einfach so schön, ne? Weil ich dachte, oh, voll geil. Der wirkt auch gleich optisch, wie als wenn es zum Spiel direkt dazugehört. Aber die ist halt so scheiße, diese Mod. Mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht. Ich habe keine Ahnung, was mit dieser Mod eigentlich schief läuft. Oh, wer es findet, kann das behalten. Okay, wir haben es direkt hier aufgesammelt, danke dafür. Gehen wir den Fischen zum Fraß. Ja, von daher, Stamina Mod und ich, wir werden definitiv keine Freunde. Aber sowas von definitiv keine Freunde, das könnt ihr mir glauben. Die ist absoluter Dreck. Ich will die auch, aber auch nicht entfernen, weil ohne Stamina kann man halt nicht, gar nicht rennen. Leider gibt es da keine so eine schöne Mod, die ist quasi. Ich kann noch mal gucken, vielleicht gibt es auch eine Mod, die es einfach gar nicht anzeigt. Weil das Problem ist, es gibt ja mehrere Stamina-Mods, aber die meisten integrieren halt so einen eigenen Balken. Und wenn wir halt hier mit dieser Hub-Mod arbeiten. Und alle hat so halt so diese schönen Balken sind. Und dann haben wir eine Stamina-Mod, die komplett eigene Symbole benutzt. Die sieht halt nicht konsequent aus. So, Bilder sind fertig. Yay! Gut, außer hier hinten, aber gut, da haben wir derzeit nichts. So, halt also Thema Bilder abgeschlossen. Ja, und aber das Problem ist halt, das sieht halt scheiße aus. Und deswegen. Entweder eine Stamina-Mod, die komplett gar nichts anzeigt. Was aber halt doch blöd ist, weil die haben dann meistens keine Ausdauer, sondern der kannst du dann halt dauerhaft rennen, solange bis du halt willst. Oder aber halt die Stamina-Mod hier, und die ist ja, wie man merkt, nicht alles andere als erfreulich. Rennen mit dir, okay, könnten wir auch mal wieder hier ein bisschen auslernen. Egal, nicht jetzt. So, was wir jetzt machen wollen, ist eine wunderschöne kleine Maschine, und zwar die hier. Da brauchen wir allerdings ein bisschen Stuff für. Glas, kein Problem. Sägerad ist, also Sägeflex, da brauchen wir scheiß die Wand an. 4 Diamanten für.
Ich hoffe mal, wir haben ein paar Diamanten. Ich hoffe echt. Ja, okay, komm, 39, komm. Ganz ehrlich, denn. Ist das jetzt Stahl? Ja. Dann können wir das einfach mal hier. Achso, siehst du, wir brauchen auch noch hier. Davon brauchen wir, glaube ich, auch noch zwei. Dann können wir das einfach mal machen, das Werkzeug. Ist ja ganz cool, zum Glück. So, wir nehmen einmal. Ah. Hä? War es kein Stahl? Ach, Edelstahlbarer. Oh, willst du mich jetzt hier verrollen? Kohlenstoff, drei Stück. Und Chrombaren. Gibt es noch was anderes? Nee. Ja, gut, Chrom. Haben wir überhaupt sowas wie Chrom? Chrom, ah, sehr schön. Also, wir brauchen einmal Chrom, dann brauchen wir noch. Ja, die drei, die wir jetzt noch übrig haben. Dann muss man ganz kurz gucken, weil hier brauchen wir auch noch mal zwei, ne? Genau, zwei Stück brauchen wir. Okay, das heißt, es dürfte sogar reichen. Und wir müssen gucken, ob wir noch so ein Gehäuse haben. Ja, genau, da brauchen wir. Okay, gut. Das heißt, das passt alles. Sehr schön, dann gehe ich mal in meinen Schmelztiegel hier. Und dann schmeißen wir da einfach mal einmal da rein. Das ist halt das Schöne bei den Dingern, ne? Die kann man reinschmeißen, so viel wie man möchte. Man kann in dem Sinne nichts verschwenden. Ups, das war der Kompressor. Man kann in dem Sinne nichts verschwenden, weil ja sowieso, ne? Ist ja hier. Wird halt so lange Strom gezogen, wie Strom gebraucht wird und dann ist gut. So. Jetzt gucken, müssen wir hier irgendwas leasen? Oder können wir es einfach. Ja, allein. So, Lying haben wir Legierungsofen. Nein. Da. Also einmal du und dreimal du und dann sollte das Ganze passen. Let's have fun. Warum wird nichts gezogen? Warum arbeitet der nicht? Momentchen, muss man hier die Reihenfolge einhalten? Das wäre ja Katastrophe. 1, 2. Es wird kein Strom gezogen und der macht hier scheinbar auch nichts. Gusseisen? Ist doch richtig, oder nicht? Kohlenstoff, Stahlloch leckt mich doch am Arsch. Ist also doch was anderes. Stahlbarren und Kohlestaub. Gut, Kohlestaub klingt einfach. Okay. Alter, ich wollte mich doch verarschen. Dort ist ja heftig. Ah, nee, halt Kohle. So. Kohle ist doch das Zeug hier. Ja, her damit. Keine Ahnung, wie viel wir davon jetzt brauchen. Aber glaube nur einmal kann das sein. So. Wie jetzt das? Einfach reinknallen einmal oder was jetzt? Nein. Ah nee, halt, daraus müssen wir erstmal Kohle Staub machen. Das heißt, das Ganze kommt dann ungefähr so. Halt. Kohleklumpen. Moment mal. Ach, dann brauchen wir diesen Grinder, ne? Was? Nein. Ach man, egal. Einfach mal probieren. Schleifmaschine, Extraktor. Haben wir keinen Grinder? Kompressor ist das Gegenteil davon. Kohlestaub. Grinding. Aber da brauchen wir doch einen Grinder. Also so ein Zerstampfer, so ein Klopper. Schleifmaschine. Ach so, ja, okay, wow. LV-Grinder. Okay, haben wir. So, das heißt, einmal da rein. Und? Ah, sehr schön. So, jetzt wird das erläutert. Einmal Stahlbarren. Einmal das Zeug. Ach nee, davon brauchen wir drei. Ah, das heißt, wir brauchen nochmal einmal. Alter Schwede. Kompliziert. So, jetzt brauchen wir das nochmal und nochmal zweimal Stahl.
Wenn die draußen nicht gleich, ich bring die um. So, jetzt haben wir hier Kohle. Hatten wir die schon ein? Ach da. So, und jetzt muss ich aus den so? Ja! Geil! Hashtag läuft! So, das heißt, bam, bam, bam. Och, komm jetzt mal hier. So, 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 so. Und ich habe ein Sägeblatt. Leck mich am Arsch. Geile Scheiße. Edelstahl und Diamanten. Das kann nur Qualität sein. So, was brauchen wir noch? CNC. Wir brauchen ein Gehäuse, ein Steuer- und Regeleinheit. Ja, der Artikel war richtig. Ein Steuer- und Regeleinheit, nicht eine. Kommt aus dem Französischen. Deswegen. So, das haben wir. Na, hier ist auch Kohlenstoff. Ach, willst du mich jetzt verarschen hier? Okay, wir brauchen mehr Kohlenstoff. Wir brauchen definitiv mehr Kohlenstoff. Boing. Weißt du was? Wenn wir schon mal sowieso so oft Kohlenstoff brauchen, dann falls ich einfach mal ganzen Stack von. Wir haben ja hier noch die 4 Stacks übrig. Dann schmeiße ich den hier einfach rein und guck mal, was dabei später rauskommt. So, wir brauchen. Dankeschön. So, jetzt brauchen wir nochmal, müssen wir das Ganze jetzt nochmal zweimal legieren. Oh, schon 500 EU, ja, da merkt man, wie schnell wir ans Limit kommen. Deswegen, also wir brauchen hier die Batterien, ansonsten wird es nämlich sehr schnell sehr hässlich. Aber nicht mit uns. So, jetzt haben wir hiervon genug. Guss. Kohlenstoff. Achso, da. Alter, das wird so scheiße ähnlich aussehen. So, ein LV-Kabel, Gehäuse, dann brauchen wir Glas, von bloß noch so eine Steuer- und Regeleinheit. Da brauchen wir auch noch mal einen Chrombarren für. Chrom hat mir nur einmal gemacht. Das heißt, da muss noch mal ein bisschen was einschmelzen. So. Okay, machen wir mal hier. Gehen wir mal taktisch vor. Du kommst nach unten, du kommst nach unten, du kommst nach unten. So. Und jetzt kommt oben alles das drin, was wir machen müssen. Wir müssen einmal das hier einschmelzen. Dann brauchen wir noch zwei Kupferbarren, Kupferbarren, davon haben wir auch nicht mehr so viel. Müssen wir auch mal wieder was einschmelzen hier. Dann brauchen wir einmal Gold. Das ging, glaube ich, zweimal. Und dann brauchen wir noch zweimal diese komischen Dinger hier. So. Ach nee, nur einmal Gold, okay. Yes, ich habe doch Gold. Ach, ich hab's verbrast. Da verbrase ich hier fast noch mein Bras. Gold. Haben wir kein Gold mehr? Ja, lecken Sie mich doch am Schnitzelbaguette. Scheiße. Okay, müssen wir das auch noch schmelzen. So, dann, was brauchen wir noch? Silizium. Siehst du, da brauchen wir nämlich auch wieder Kohlestaub für. Ein bisschen. Man kann doch Sand nicht legieren. Also Legieren kann ich eigentlich bloß von Eisen. Ja gut, ich meine, okay, wahrscheinlich ist da Legieren und Einschmelzen in einem Vorgang, weil eben, du musst ja das Sand musst du erstmal einschmelzen, dann ist Silizium daraus silizieren. Ne, also mittels Abscheidung quasi, das leichte Material geht nach oben und das schwere Silizium bleibt halt unten. Damit musst du es quasi erstmal abscheiden. Aber das macht er wahrscheinlich auch gleich mal mit. Das ist vollautomatischer. Ist eine vollautomatische Kaffeemaschine, die macht gleich alles. Brauchst du bloß noch die Kaffeetasse unten reinstellen, alles oben reinknallen, Kohlestopp und so, und unten kommt dann perfekter Latte Macchiato raus. Von der höchsten Güteklasse. So, was wollt ihr jetzt machen? Wir brauchten was? Alter, leck am Arsch. Ach, Sand. Sand. Sag das doch gleich. Leck mich doch am Arsch. Es tut mir überhaupt nicht leid, dass ich ein Dihi bin. Es tut mir
So richtig gut. La 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 la. Das fällt keinem auf. Oder am besten gleich mal hier. Das wird noch weniger. Ja. Können wir die wieder hinpacken. Weil das fällt auf jeden Fall weniger auf als das. So. Jetzt kann keiner sagen, dass wir total Diebe sind. Weil ich keinen Bock hatte, zum Lager zu rennen. So, was haben wir jetzt noch alles? Chrom haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das haben wir, das haben wir noch nicht. Dankeschön. Das haben wir dann. Das haben wir. Und noch einmal LV-Kabel. Ach ja, siehst du, da wollt ihr noch ein paar machen. Da haben wir nur noch drei. Egal, reicht erstmal. Und wir brauchen noch zweimal Glas. Wenn wir irgendwas so viel hätten wie Glas. So, dann haben wir eigentlich alles. Das heißt, wir können uns jetzt hier an unseren wunderschönen Legierungsofen stellen. Dann legieren wir zuallererst mal Sand und... Sand und, ja, im Ränder. Was? Wir brauchen zweimal Sand und zweimal Kohle für einmal Silizium. Das ist aber ganz schön teuer. Na gut, ist ja auch hochreines Silizium und hochreines Silizium verbraucht schon ganz schön viel Sand. Weil so viel Silizium ist jetzt in Sand auch nicht drin. Das muss man schon mal dazu sagen. So, jetzt haben wir hier zwei Stacks mit Kohlestaub. Das sollte für die Zukunft erstmal reichen. So, jetzt müssen wir erstmal hier einschmelzen. Und zwar dich und danach dich. Danke. So, jetzt machen wir jetzt draus zwei Spulen. Du kommst nach da, du nach da, da, da und da und dann nach da. Geil. Na gut, du bleibst erstmal so. Jetzt du nach da, du nach da, du nach da, du nach da, du nach da. Du nach da und du nach da? Ah, aus dem Kopf heraus. Mann, bin ich gut. Holy moly. Geile Scheiße. Ich brauche noch eine Hacke. Eine Spitzaxt. Haben wir eine dabei? Nein, natürlich nicht. Super Genie. An alles denkt er, nur nicht an eine Spitzhacke. So, Kabel ist dann da auch nicht verlegt. Das heißt, ich muss nur noch ein Kabel verlegen. Hey, doch, das ist doch ein Kabel. Hä? Wieso hab ich das Kabel nicht gesehen? Ist doch egal. Weg damit. So, und jetzt können wir hier nämlich... Das war super geil. Guckt euch das mal an. Das ist so geil. Jetzt können wir dann nämlich zum Beispiel Tisch reinpacken. Und jetzt sagen wir, okay, wir möchten daraus... Das hier. Dort ein bisschen. Das hier haben. Dauert ein bisschen. Das hier haben. Warum im Idle? Digga, ich idle die gleich mal wieder ein. Okay. Da kann man das aus Stone Bricks zum Beispiel nicht machen, weil man kann nicht aus alles die Sachen machen. Es gibt halt ein paar Sachen, aus denen kann man Sachen machen und ein paar, die da halt nicht. So, dann probieren wir es einfach mal hiermit, weil damit weiß ich, dass es geht. Mit dem habe ich es nämlich probiert damals. So, packen wir dich jetzt da rein. Und jetzt sagen wir, wir wollen... Übernimmt das automatisch? Nee, okay, wir müssen also jetzt nochmal raufklicken. So, und jetzt so. Tadada! Eine schöne Murmel, die man umfüllen packen kann. Ah, oh, ist das nicht geil? Hui. Schön. Schön, schön, schön. Und der kann man jetzt allerlei Sachen machen. Natürlich nur optischer Natur, klar. Man kann jetzt zum Beispiel zwei so Dinger irgendwie vor die Tür stellen. Gibt es ja so manche Leute, die haben gerne so eine komische runden Riesensteine da vor der Haustür rumzustehen. Ne? Solche Sachen zum Beispiel kann man damit halt machen. Oder einfach ins Wasser werfen, da wird die Welt schwerer. Oder halt, man kann die rumwerfen. Kaputt. Eine richtige Bowlingkugel.
sehr geil, das Ganze. Ist natürlich, soweit ich weiß, alles optischer Natur, weil man sieht schon, wenn man die hier hinstellt, die Kollisionsbox ist leider viereckig. Das heißt, so mit dass die Kollisionsbox genauso groß ist wie das Objekt selber, geht wahrscheinlich nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob das überall so ist. Wir nehmen einfach mal ein paar Steine mit. Und dann probieren wir einfach mal hier ein paar Sachen durch. Oder wir machen das ein bisschen in der nächsten Folge. Weil es ist halt schon wieder. Ne? Und dann gucken wir mal.